80er. In der Workbench liegt Munition für die Pistole. Das ist ja nice, dankeschön. Immer will ich noch mal kurz was ausprobieren. Legen Satz neue Rüstung in die in den Schreibtisch. In den Schreibtisch. Alter, hier liegt unter ein 100er Bogen drinne, ne? Ich könnte sonst noch Lederbeinschienen herstellen, wo ich das gerade sehe. Was war das Craften? Wo brauche ich Punkte drin? Bei sonstiges, wa? Da musst du bei Rüstungsschmied, dass du hochkommst. Okay, das ist schlecht. So, ich habe den einen jetzt auf Max 190 hoch. Du bist mit der Ranch-Arbeit ziemlich weit oben, ne? Ja, Construction Tools und Mining Tools jetzt. Dann nimm du doch die Ranch. Dann versuchen wir noch ein paar Autos zu erledigen. Jo. Weil wir haben... Ich glaube 12 Öl oder was? Die Mollys würden uns helfen. Gabriel. Gib mir nur noch schnell eine Kippe und dann geht's los. Jawohl. Soll ich gerade mal ein bisschen Eisen, obwohl wir haben jetzt kein Holz mehr drin. Ja, können das reinlegen und könnte noch ein bisschen Eisen ausschmelzen für die Knüppel dann irgendwann zu verbessern, aber die fressen halt jedes Mal 100 Eisen. Ne? Ja. Und kriegen immer nur plus 10. Auf den 100 oder noch. Wer hat die Ranch? Ich bin draußen, ich hacke Holz. Ich glaube in der mittleren Kiste. In der mittleren, ja, warte. Ah ja, okay, danke schön. Im Norden hinten müsste ein Autodealer sein. Ich glaube, der war schon. Aldo müsste noch mal ein, zwei Mal sterben, Mensch. Ich weiß nicht, da kriegt man, glaube ich, kein Benzin mehr raus, weil da nur noch Karosse ist. Testbar? Oh, hier sind zwei Mann. Oder seid, ach nee, seid ihr, wa? Am Schild? Ein bisschen Benzin raus. Am Schild seid ihr, oder? Ja. Ja. Kommt noch Benzin raus, ich hol mal. Da, Vorsicht. Ach nee, ist ein Zombie. Okay. Ah, okay, schade. Hab gedacht, ich könnte Bad Mechanic nochmal auf Stufe 2 bringen. Alter, haben die sich eingebaut in ihre Hütte da. Aldo und so haben sich richtig gut eingebaut in ihre Hütte da. Die Holzkisten am Gegnergebäude hochgebaut. Das weiß ich nicht, wer das war. Ich hab die da erstmal welche vorhin weggenommen. Im Norden ist noch was. Auto ist weg. Wir im Norden sind noch Autos, ja. Moment, ich bin ein bisschen aus der Puste durchs Schrauben. Ja. Achtung, da steht einer auf dem Auto. Hier hinten sind zwei Mann. Drei Mann. Haben Sie uns gesehen? Ja. Die kommen jetzt einmal, gehe ich von aus, einmal von rechts und einmal von links.
Also ganz außen ist nichts. In der Mitte ist auf jeden Fall einer. Wo ist er? Die Sau! Alter, das gibt's doch gar nicht. Ah, scheiße, ich hab Mendo noch eine Scheiße, Mann. Ah, kein Thema. Wir haben Firetank bekommen. Loot mich grad schnell. Das Benzin habe ich ja also so im Belt gehabt gleich. Nee, das hab ich. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Wo ist der her? Nee, ich bin verblutet. Hab's so schnell nicht geschafft, mich zu... Mann, ey. Ich hab den Rucksack. Ja. Du weißt, wie ich war? Ja, ich hab deinen Rucksack. Sauber. So, wir haben in der mittleren Kiste 130 Benzin jetzt. Ich bringe auch nochmal 270 mit. Du forgest kein Brennstoff mehr. Ich hab noch was. Können wir nämlich gerade ein bisschen Eisen ausschmelzen, deswegen den Knüppel ein bisschen aufpolieren. Und neuen Öl. Wer kümmert sich um die? Um was? Wie heißen die? Stoff brauchen wir noch, oder? Stoff haben wir in den Truhen hier drin, das musste irgendwie eigentlich Stoff sein. Ich mache noch auf jeden Fall Stoff. Aber eigentlich hätte ich... Ich hab. Habt ihr euch schon Pfeile genommen? Ne, wie gesagt, ich bleibe jetzt halt im Nahkampf. Da ich wurde mit zwei Mollys beworfen. Was wurdest du? Mit zwei Mollys beworfen. Okay. Ich klopfe unsere Tür unten auf. Das klingt so, hinten, das klingt hinten nach den Woodframes unten. Oder von die Tür. Wieder zumachen die Tür? Genau. Ach, du kommst. Ich hab Gabriel. Hier ist gleich einer drinne. Achso. Wo ist er? Happen. Okay. Sau. Ich kann nicht mal eine Tür bauen, hab gar nichts dabei. Warte. Holz hab ich unnischt. Oh. Ich glaube, die kommen wieder. Ne, ich höre. Klick in die Kasse was? Komm in die Kasse nicht rein. Leg in die Kühlschrank was? Ich komme jetzt mal wieder hoch. Ja, gehen wir erstmal. Oh, scheiße. Habt ihr das aus dem Kühlschrank mit? Ja, das war der Molly, ne? Den hab ich. Weitere laufen? Da höre ich schon wieder jemand irgendwo rumhüpfen. Ich glaube, wir probieren es schon wieder von oben. Da draußen. Ja gut, wenn sie zu uns kommen. Wo waren die Schüsse her? Ja, von draußen. Kann ich nicht sagen. Die sind wieder draußen an unserer Tür. Die haben wohl, dass wir nicht bewaffnet sind, oder wie?
Haben sich gerade selber geprügelt. Warte mal. Die haben draußen Spikes hingesetzt. Vor unserer Tür. Mach sau. Wir können drüben raus. Ich leg die Workbench nochmal dreimal ist. Käse auf Nachtverdacht, hier ist jemand. Und die zu uns geflogen? Jo. Die Schweine. Auf dem Nachbardach oben, ja? Sind die bei uns schon drinnen? Hat mal jemand noch Holz? Oh. Hat jemand noch Holz? Jo. Ich leg's in den Schreibtisch. Die sind auf unser Dach, oder? Danke. Letzte. Das. Ja. Ja, falsche Codes. Okay, okay. Wir können hier raus. In der Werkbank liegen noch drei Mollys. Sauber. Die mitnehmen, sonst klauen sie sie. Da steht auch jemand oben drauf. Ja, ist okay. Ich habe aber bloß noch 2 Schuss in meine Pistole. Ich habe gar keine Schuss mehr. Bikes haben sie uns draufgestellt, die Schweine. Da sind das ein paar Assis, ey. Das sind die Schweine. Ich bleib mal hier bei unserer Forge auf, oder was? Ja. Pass aber auf, von oben, ne? Mhm. Warte. Ich baue mir mal gerade meinen Klapp. Kannst du eine Tür setzen? Hier, ne? Hier, ich hab kein Holz. Ist wieder im Schreibtisch. Sauber. Da liegt noch eine 100er Rüstung im Schreibtisch. In der 190er Bogen. Ah ja, das ist gut. Stimmt. Ich pack mal fast alles aus. Na, ich auch jetzt erstmal. Wieso uns hier einbauen, Alter? Sind die nicht ganz sauber? Ja. Das finde ich nicht in Ordnung von denen. Die schlagen hier oben auf und auf. Ah, scheiße. Die haben mich gesehen. Wo bist du? Ich bin draußen. Und wo? Oben auf das Nachbardach. Mann, ey. Wenn man sowas sauber. Ich werde beschossen. Ja, von oben, ne? Ja. Scheiße, die haben die Spikes dahin gestellt. Ich komm hier nicht rein. Alter! Komm, hör auf, Mucki! Ich denke, Basecampen ist nicht.
der Tank vor der Tür? Wir kommen hier nicht raus und also ich will jetzt nicht meckern, aber ich nehme jetzt nochmal einen Schluck aus der Pulle. Ober uns. Ich hatte gar keine Chance mehr hier. Ich habe mich in Brand gesetzt. Trink mal was. Ja, aber da geht's nur bei der Tür raus. Ja, die campen oben auf dem Dach, die campen vorne dran, überall Spikes, kannst nicht mehr die Spikes wegkloppen. Okay, also das bin ich raus. Das nervt mich jetzt ab. Wir haben Barbs, wie heißt sie? Barb Clubs. Ja. Die machen etwas mehr Schaden. Oder Spike Club, ja. Nee, das ist... Was lacht ihr denn so? Ich werde vom Molotow geworfen und keiner hat getroffen. Was seid ihr denn? Ich bin jetzt hier woanders erstmal gespawnt. Ich bin noch hier oben im Haus. Oben auf dem Dach ist noch einer. Na gut, da komme ich eh nicht hoch mit den Spikes. Jetzt finde ich eine Erdbohrer Blueprint, das gibt's auch. Ja. Gabriel müsste hier irgendwo sein. Der hat sich hier verpisst. Okay. Er singe Torix. Hast du sie gefunden? Ich? Ja. Nee. Ich bin diesmal komplett woanders jetzt gespawnt. Ich hab Nähe meinen Schlafsack gemacht und... Hier ist Aldur. Wo? Direkt am Haus, wo wir waren. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, ich habe mich selbst in Brand gesetzt. Das Leck ist atemberaubend.
Ziel zu vereinen, schmeißt und als Ding landet vor deinen Füßen. Nein! Wir müssen aus der Hütte raus, dass die anderen merken, dass wir nicht mehr hier sind. Ja, dann gehen sie von alleine. Auch nie mein Bett. Auf dem Nebenhaus scheint ja keiner mehr zu sein. Also Blattmund habe ich erledigt, Eisenfaust hat mich erledigt. Wer wirft ihn mit Mollis? Ich brauche Hilfe. Er kann nicht mehr viel haben. Ich hab'n. Ich würde auch gern Bob Club haben. Können wir aber machen. Bist du da mitten mit einem Club? Ja, die haben aber Spike Clubs, ne? Ja, Bob Club verursacht auch Blutung. Ich bin gerade unten versucht, den Spike wegzuhauen. Hinter dir. Hast du ihn gesehen? Ja, hier hinter. Drei, zwei, eins, ich werde gleich sterben. Denn ich habe eine Blutung. Zauber, ich sterbe. Hat nix. Komm zurück. Bei unserem Haus läuft einer. Okay, ich. Ja, das war ich. Achso. Ich spawn im Haus. Ja, ich hab deinen Rucksack mitgebracht. Okay. Die Säcke, ey. Die haben sich richtig Löcher durch die Wände im Nachbarhaus gekriegt. Ja. Die Schweine. Mikrofon muted. Also ich muss Gabriel bei Holder sein, oder? Hardbox. Oh, dann zeug ich alles in der Cardbox. Mikrofon activated. Was sagst du? Dein Zeug liegt alles hinten in der Cardbox. Was hatte ich denn da gehabt? Ja, hauptsächlich leere Gläser, ein bisschen Blei und so Zeug. Ah ja. Oh, ich hatte eine Bandage bei gehabt, so ein Scheiß. Wie ärgerlich. Brenn die Gegner nieder, ich habe keine Fackel bei. Oder sehe ich das falsch? Stimmt, eine Fackel könnte man machen. Versuchen sie den Brand zu schlagen. Der Tank ist tot. Sauber. Wo habt ihr? Gegenüber von unserem Haus. Wer läuft hier draußen rum? Ecke. Ich auch. Gut, okay, wir sind in der Mitte. Hier links gucken bei Aldur. Da ist eben auch welche Sturm. Da sind auch welche, Ich bring das Zeug rein, weil das ist Material für 8x ist. Okay. Was Firetank bei hatte. Okay, sind nur Zombies. Hier hinter uns! Alter! Leck mich doch am Arsch! Es ist doch wieder von anderer Seite der Map, Alter! Wo sind sie? Na, da wo ich gestorben bin. Richtung Aldous Haus. Ja, Richtung bei, genau, bei Aldous Haus da. Keine Chance. Da hast du keine Chance. Der Knüppel hat wieder eine Reichweite. Ja, man haut lauter Luftlöcher selber und
Wenn die Ausdauer weg ist, ne? Naja, durchs Gekämpfe vorhin und der eine Unsichtbare haben wir wahrscheinlich mittlerweile den letzten Platz, ne? Ja, würde ich auch fast sagen. Bin wieder zu Hause. Bei Aldous Haus laufen drei rum. Für Barbwire bräuchten wir 16 Iron, Forge Iron jedes Mal. 116 laufen durch. Ja, 11 zu 12. Sieht doch noch gut aus. Liegt ein Rucksack vor der Tür. Irgendjemand hat einen Molly geworfen. Ja, bei Aldous Haus, glaube ich, sah das aus. Dann würde ich da mal hingehen. Ich gehe jetzt da auch in die Richtung. Jetzt muss ich aber mal Gas geben. Läufst du gerade noch... in die Garaben? Ecke. Da ist aber noch, vor mir ist noch einer. Zwei Mann vor mir. Zu euch. Bei Aldous Haus ist jemand. Auf Aldous Haus sind zwei. Das gibt's doch ja nicht, Alter. Es gibt's nicht. Ich treffe. Das ist die Ausdauer, Alter. Nee, das ist nicht nur das. Ja, schon wieder am Gabriel dran. Nee, der rastig aus, Alter. Ich schlage 3000 Mal auf den Typen ein, ich treffe nicht und die rennen dann mit 500 Kilometer Entfernung und treffen, Alter. Ich verstehe die Range nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube, ich mache heute doch keinen einzigen Kill. Damit bin ich der Letzte. Egal, habt ihr Spaß. Ja. Wenn du dann hier bist, kannst du dann bitte mal Spot machen, wenn du willst. Was machen? Jo, mach ich mal. In der Forge. Jo. So, hier, wir haben hier unten aber gleich das Problem, dass hier Zombies haben. Ja, die können doch ruhig reinkommen. Nicht gesehen. Wegen Besuch? Eieiei, brauchen die lange. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Jo, dauert auch eine gewisse Zeit, bis das ganze Forge Iron durch ist. Ah, ne, ein Hörtchen. Kommt mit! Bring euch wohin! Und... Ich hab Blutmond getötet. Wer steht denn auf dem Dach? Ist das einer von uns? Bei uns? Ich bin der Hütte drin. Okay. Ich auf dem Dach. Okay. So, habe ich jetzt gerade mal Pammelpiet gelernt dazu. Ach, das Native Beverin, das bist du? Ja, da war jemand auf dem hinteren Gebäude. Ja, ich sehe. Ja, Zombies.
Du liegst am Boden. Per Ecke? Ja. Oder? Ja. Ich zieh mir was an. Immer noch? Weg. Okay. Danke. Wie sieht's aus? Na, jetzt habe ich einen Zombie erstmal vor mir hier. Nee, ich meine mit dem Bob was. Ja, ich baue gerade im zweiten Klapp. Das dauert einen Moment. Jeder 2,5 Minuten. Okay. So, dann mache ich jetzt auch die Gläser aus. Ich habe jetzt 4, ich mach mal 4 Molos. Also steht jemand auf dem Dach? Ja, Mokiana hat Aldo umgelegt. Blattmann ist auf dem Dach. So, aber der Schläger Nummer 3 läuft gerade. Sehr gut. Ach komm. Du hast keine Chance gegen die Leute. Es ist unbegreiflich, ist das. Unbegreiflich, ganz ehrlich. Alles Legenden. Pure Legenden, die hier spielen. Wenn ihr noch Punkte habt und in den Nahkampf geht, nehmt am besten noch Pummelpiet mit, ne? Was ist denn Pummelpiet? Das ist mehr Schaden. Juhu! Ich habe keine Punkte. Klar. Bist du Auto? Ich bin bei. Was sind? Ich sehe ihn. Er zielt auf mich. Na, ich kann aber. Jetzt ist er rein. Alle rein. Oh, knappe 20 Pfeile haben sie auch verschossen. Ja, klar, hängen geblieben.
Jo, was soll ich tun? Wo sind die anderen? Das bringt alles nichts. Bis 12 Uhr mittags oder bis wann geht das? Ja, 6. Tag, 12 Uhr Mittag. Oder 18 Uhr. Weiß ich nicht, ich nehme an, die sagen Bescheid, ne? Bogenschießen kann er also. War ich dafür irgendwie nicht? Meine kommen nie an. Ich lenke ihn nochmal ab. Er schießt auf mich, aber die. Du kannst ja. Alter, mich trifft er, ja klar. Tot! Ich hab Aldo gekillt. Blattmann müsste ja auch noch auf dem Dach oben sein. Okay, jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auf der gegenüberliegenden Straße. Ich komme jetzt zum Haus und bleib hier. Ich bin in der Nähe von Aldos Haus und komme jetzt zurück zu uns. Bin jetzt gleich Brücke. Da kann ich Wie jetzt? Er kann nicht mehr kämpfen. Wie, er kann nicht mehr kämpfen? Habt ihr noch einen Knüppel für ihn? Jetzt mal ohne Scheiß, haben wir noch einen Knüppel für ihn? Ich geh jetzt da mal hin, ist mir jetzt scheißegal. Ich will versuchen, mit ihm zu sprechen. Aldur? Aldur, hörst du mich? Aldur? Aldur? Ja. Ja, warum kannst du nicht mehr kämpfen? Was los? Was los? Ja. Naja, wenn zwei Gruppen die ganze Zeit hier um das Gebäude rumcampen, kommst du nicht mehr raus und hast keine Feder mehr und gar nichts mehr. Guck dir an, was Gabriel und Mookie mit uns gemacht haben, wenn es danach geht. Ich dachte, du hast nichts mehr, weil sonst hätte ich dir noch gerne noch einen Spike Club zur Verfügung gestellt. So, nochmal was? Ich sage, guck dir an, was Mookie und Gabriel mit uns gemacht haben. Das war ähnlich. Und ich dachte, du hast nichts mehr zum Kämpfen oder sowas. Ansonsten hätten wir dir noch einen Spike Club in die Hand gedrückt. Naja, ich habe ja nichts außer einem normalen 0850 Club. Naja, ja auch nur. Ich habe keine Munition. Deine Einstellungen sind so schwierig gewesen, dass ich kaum was gefunden habe. Oder wir kaum was gefunden haben. Naja, gucken wir mal. Erstmal ist er jetzt nach. Okay, dann verziehe ich mich mal wieder von euren Gebäude, wa? Viel Glück beim Zurückkommen. Ihr schießt noch nicht. Könnt ihr nicht. Habt ihr das gehört? Ja. So, ich habe auch tatsächlich kaum noch Pfeile. Da oben in der Kiste liegen, oder? Ah ja, stimmt, ihr habt ja gesagt. Ja, es sind noch 34 Eisenpfeile da und 5 Steel Arrows. Okay. Ich hatte mir jetzt auch mal ein Stack mit 36 rausgenommen. Völlig richtig. Vielleicht komme ich noch zu meinem Ehrentreffer. Alles laufen. Das ist schon krass mit den
klappst, Alter, dass die da so krass einen Vorteil haben. Ja, du hast halt die Blutung. Ja. Also da könnt ihr euch darauf einstellen, dass sich die anderen auf unsere Basis wieder konzentrieren. So. So, was haben wir denn jetzt hier am Tag gemacht? 15 zu 17 Kills, leckt mich doch am Arsch. Native hat auch 12 zu 13, nice. Menadon hat 0 zu 9. Ja, leider. Ja, alles gut. 18 Uhr ist Morgenende. Okay. Und dann sammeln sie sich alle an der Kirche und dann werfe ich meine Pipebomb rein und dann gewinnen wir das Event. Ich möchte, ja. ich möchte was Besonderes nochmal machen, bevor 18 Uhr. So, 15 bis 17, 21, 7, also Gabriel, Mucki und Firetank, ja. Wieder Erster, haben so wieder den Titel verteidigt, krass, ey. Ganz klasse. Einigen wir uns drauf, die haben gecheatet. Meinst du? Sicher. Okay, gebe ich dir recht. Schlechter sind wir nicht. Richtig. Oh. Willkommen zu Hause. Danke, danke. Proxy habe ich heute noch nicht ein einziges Mal gesehen. Nee, ich heute auch nicht. Der hat es wahrscheinlich schon eingebuddelt, bis auf Bedrock. 4 zu 2 Kills. So, 21 Gläser hätten wir aber noch, ne? Falls irgendwie... Können wir noch Mollos basteln? Ja, ich hab schon gebastelt. Ich hab 15 Stück im Sack. Nee. Die gebe ich euch gleich. Nice. Wo ist die Basis von den anderen? Jetzt belagern wir. Echt? Ich hab sie beide markiert. Also einmal die Base. Das ist hinten rechts, ganz hinten in der Ecke. In der Mitte war da, wo die Workbench ist. Irgendwo da bin ich der Meinung, habe ich aber auch was gehört, kann aber nicht sagen genau woher. Und da irgendwo, wo die Workbench ist, irgendwo in diesem Bereich, da ist auch ständig Mucki und Gabriel hergekommen. Ach Mist, wir haben kein Clay mehr. Kann man nicht noch was basteln? Haben wir nicht noch irgendwie? Also hier waren 7 Stück. Wenn ich guck. Steine haben wir bis zum Abwinken. Könnte man damit schmeißen. Haben ist besser als brauchen. Ich brauche eigentlich nur 6 Forged Iron. Dann kann ich die Barbclubs, die 3 Stück, auf 120 aufwerten. Dann können wir, haben wir für jeden mindestens 5 Molotov-Cocktails, die Barbclubs und nehmen einfach die 9 Bier, die noch da sind, mit, damit wir immer Ausdauer haben. Oh, sehr gut. Ja, und ich brauche eine Tablette, ich habe nur noch Sinn Wellness. Ich glaube, Tablette hat man in der Mitte. Nee, ich bin auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachte nicht, dass wir überrascht werden. Soll ich dir was vorbeibringen? Nee, musst du nicht.
Ich komm dann. Achso. Nur nicht, dass wir über Nacht Besuch bekommen. Danke, es regnet. Und der Gewinner kriegt die Pfeilbombe. Irgendjemand hüpft doch hier schon wieder rum bei uns. Ja. Von Westen kommt jemand. Ist schon auf dem Nachbargebäude. Ich geh raus. Kommt runter. Wo stehst du? Auf der gegenüberliegenden Straße, er läuft jetzt wieder weg. Ist auf dem Nachbargebäude wieder. Ich bin auch draußen. Er verpisst sich. Ich bin hier am Graben bei der Brücke. Er ist zwei Häuser neben uns. Hat den blauen Rock an. Und den Kabelhut. Ich bin an der Brücke an den Pfeiler. Siehst du mich? Da müsste ich aus der Deckung raus. Okay, nee, dann bleib in der Deckung. Nur damit du Bescheid weißt. An unserer Brücke, wo wir rübergegangen sind, an dem ersten Pfeiler. Das ist auf dem Poppenpilz, zwei Mann. Was, wo? Auf den Poppenpilz. Okay. Okay. Wer hat Native, hat er? Ja, mit Armbrust. Und ich hatte immer nur noch 17 Wellness. Gehört er mit zu Mucki und Gabriel? Keine Ahnung, zwei Mann waren das.
Ich konnte es nicht lesen. Aber jetzt habe ich einen Knüppel. So, wenn er reinkommt, dann verteile ich mal. Ich habe ihr erledigt. Okay, wenn er reinkommt, ich pack das hier rein. So, für jeden einmal ein Stack von allem. Oh, fettes Merci. Jetzt geht's rund. So, ich pack mal die Pickaxes weg. Brauche ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Geh mal aufs Dach. Ja, ich bin mir gerade ganz kurz AFK. Okay. Wer geht aufs Dach? Ich. Okay. Du bist jetzt oben drauf, ja? Jo. Auf dem anderen Dach steht einer. Auf dem anderen Dach steht einer. Hinter dem Klededach. Ja. Das war ein Zombie. Oh, okay. Ich sehe dich. Ja, Prost. Danke. Komm jetzt aus dem Poppenpilz raus. Du kommst aus dem Poppenpilz raus? Ja. Okay.